Herzlich willkommen zurück bei Spellforce 3. Es geht hier sofort weiter. Skala. Ich würde sagen, zuallererst mal schauen wir bei unserer Mutter vorbei und was Iskrim rausgefunden hat. Und wenn wir damit fertig sind, dann sprechen wir noch mit den beiden hier. Um uns dann so zum Schluss des Parts, oder je nachdem, wie lange das hier dauern wird, dann noch zur Wüstenoase zu gehen. Und ja, hoffentlich nicht gegen den Drachen kämpfen zu müssen, aber vielleicht ist es nicht anders möglich. Auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass der Drache uns hier nicht angreift, ja. Aha. Denn das kann man nun wirklich überhaupt nicht gebrauchen. Wir haben schon mehr als genug Feinde. Da seid ihr ja. Tahaich. Ich habe etwas Unglaubliches gefunden. Was denn? Könnt ihr euch daran erinnern, wie ich euch um Erlaubnis gebeten habe, den Körper eurer Mutter zu untersuchen? Undergast und ich haben es gestern getan. Ich hoffe, ihr wisst, dass das keine leichte Entscheidung für mich war. Ja, Taha, tu ich. Aber glaubt mir, wir waren vorsichtig. Abgesehen von dieser seltsamen Starre, in der ihr Körper sich befindet, ist sie vollkommen unversehrt. Also, konntet ihr irgendetwas herausfinden? Das konnten wir. Und deshalb bin ich auch so begeistert. Dieses Juwel im vorderen Teil ihres Schädels. Zuerst dachten wir, es wäre schlichtweg ein Ornament, das sie als Mitglied der Priesterkaste ausweist. Aber es steckt mehr dahinter. Es ist magisch. Aber es ist ein Schmuckstück, oder? Sie wurde doch nicht damit geboren. Nein, wurde sie nicht. Wie ich schon gesagt, hatten die verschiedenen Kasten verschiedene Ornamente, die in ihre Körper eingearbeitet wurden. Und während die der niedrigeren Kasten wahrscheinlich nur Verzierungen waren, waren die der höheren Kasten tatsächlich magisch. Inwiefern magisch? Ähnlich wie die Runen des Boten. Im Grunde ist es ein magischer Talisman, der sie schlauer und stärker gemacht hat. Um's kurz zu machen, auch wenn ihr Geist schon fort ist, scheint das Ornament immer noch aktiv zu sein. Ich glaube, wir könnten es entfernen. Ist das nicht gefährlich? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist es das nicht. Die Ornamente sind eigentlich nur Schmuckstücke, wie ein Ring, nur eben in das Fleisch eingewoben. Ich glaube, wir können es entfernen, ohne eure Mutter zu verletzen. Aber ausschließen kann man es dennoch nicht. Warum sollten wir es entfernen? Wie ich schon sagte, das Juwel ist magisch. Trägt man es, etwa als Talisman, kann es die eigenen magischen Kräfte enorm verstärken. Es könnte uns im Kampf gegen Lakaien eine große Hilfe sein. Ich meine, hier steht sogar, lasst Iskrim das Ornament von Andra entfernen, also lassen wir ihn auch. Tut es. Natürlich. Gebt mir einen Moment, ja? Es sollte nicht lange dauern. Bitte, Taha. Es hat funktioniert. Meine Güte, seht es euch an. Könnt ihr diese Macht spüren? Andras Auge. Das ist unglaublich. 40 Fokus pro Sekunde, heile 8 Lebenskraft pro Sekunde. Das ist krass. Das sollte Heal natürlich tragen, ist ja klar. Schließlich ist es das Ornament unserer Mutter. Wo ist das jetzt? Scheiße, jetzt habe ich es hier verloren, weil hier so viel Kram noch mit drin ist, ne, in dem Inventar. Hier müsste man wirklich mal aufräumen, ne? Ah, hier. Stärke und Geschicklichkeit ist aber wirklich nice, aber ich schätze mal, das ist auch ganz nice. Ja? Dann machen wir einfach den hier. Worum geht's? Dann passt das. Und ihr seid euch sicher, dass ihr Körper dabei keinen Schaden genommen hat? Sehr sicher. Das Juwel zu entfernen hat nur eine winzige Wunde hinterlassen und die habe ich bereits wieder zugenäht. Ich finde das so nice. Diese Energie. Ich finde das so nice, wie Iskrim einfach komplett hyped ist immer, wenn es um solche Sachen geht mit den Formern und so. Ihr habt recht. Sie ist gewaltig. Ja. Ich schätze, jetzt wissen wir, warum die unteren Kasten die Formerpriester als Götter verehrt haben. Sie waren in der Tat übermenschlich. Wie auch immer. Ich denke, das Juwel wird euch eine große Hilfe sein. Nochmals danke für euer Vertrauen, Taha. Um ehrlich zu sein, denke ich sogar, wir können jetzt einfach gleich in die Wüstenoase gehen und das mit dem Drachen machen. Wir können auch hier zu jeder anderen Zeit dann noch mit den Leuten hier reden, ne? So ist ja nicht, das rennt uns ja nicht unbedingt weg. Wenn wir jetzt schon ein bisschen viel gelabert haben, dann will ich ein bisschen mehr Action jetzt machen. Und dann eher so im Wechsel, das ist glaube ich besser. So, hier unten, ne? Ja. Die glühende Wüste-Oase. Da nehmen wir... Ja, okay. Ja, nee, doch. Lass Anker mitnehmen.
Hanga ist ein krasser Typ. Ja! Südlich von Leonida und östlich von Halit liegt die glühende Wüste. Ein Ort, der so ungastlich wie gefährlich ist. Sie wird ausschließlich von den Staubkriechern bewohnt, einem nomadischen Orkstamm, der die Dünen auf der Suche nach frischem Wasser durchwandert. Mit trockener Kehle und stechenden Kopfschmerzen gelangt ihr an den Ort, den eure Späher euch beschrieben haben. Eine Oase inmitten des leuchtenden Ozeans aus Sand. Trotz der Hitze fühlt ihr, wie sich ein kalter Knoten in eurem Magen bildet. Etwas ist in der Nähe. Etwas Mächtiges. Es stimmt, Taha. Hier gibt es einen Drachen in der Nähe. Und er ist gewaltig. Und meint ihr wirklich, es könnte ein Altdrache sein? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist, dass diese Kreatur die Aura von 100 Verschlingerinnen oder 3 Dutzend Sippenfressern hat. Und sie ist alt. Sehr alt. Das klingt ja beruhigend. Warum genau haben wir noch mal nur ein einziges Bataillon mitgebracht und nicht unsere ganze Armee? Weil die Reinheit eine solche Truppenbewegung bemerkt hätte. Und das Letzte, was wir brauchen können, ist ein ronder Lakaien, der uns während eines Kampfes gegen den Drachen in den Rücken fällt. Los, sehen wir uns die Gegend an. Wenn der so mega krass ist, dann habe ich auch nicht unbedingt die Absicht, gegen den zu kämpfen. Und wenn ihr steht auch nicht, tötet den Drachen oder sowas, sondern findet den Drachen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass man mal mit einem Drachen irgendwie vielleicht auch ein bisschen gemeinsame Sache machen konnte. Das war ein schmerzhafter Tod. Oh ja. Und das war kein normales Feuer. Diese Menschen sind regelrecht geschmolzen. Also gegen diesen Drachen will man auch scheinbar nicht wirklich kämpfen. Oh, die Pumas haben aber überlebt. Ja, sind mit Sicherheit einfach weggerannt vor dem Drachen. Mal sehen. Aufzeichnung eines Drachenjägers, oha. Es gibt ein Familiengeheimnis, das sich niemand eingestehen will. Durch unsere Adern fließt hybernisches Blut. Großmutter hat es mir kurz vor ihrem Tod im Vertrauen darauf zugeflüstert, dass ich diese Wahrheit am Leben erhalte. Als ich es Mutter gegenüber erwähnt habe, hat sie die Vorstellung als Mumpitz abgetan und gesagt, Großmutter habe sich in Tagträumen verloren. Aber ich weiß, sie irrt sich. Ich glaube, tief in mir habe ich die Wahrheit schon immer gekannt. Anstatt Weizen zu säen und Unkraut zu jäten, könnten wir losziehen und Drachen jagen. Drachen! Unsere Vorfahren wären beschämt, könnten sie uns so sehen. Sie haben riesige Bestien erlegt und die Welt beschützt, während wir die Zeit damit vertrödeln, im Dreck herumzukriechen. Ich werde unserer Familie Ruhm und Ehre zurückbringen. Wir sind Hyberner und verdienen mehr als nur ein einfaches Bauerndasein. Wir sollten unsere Abstammung begrüßen, nicht davor zurückschrecken. Warum Mutter so tut, als sei es Mumpitz, will mir nicht in den Kopf. Ich kann sie Lügen strafen, wenn ich einen Drachen aufspüre und töte. Ich beweise ihr, dass die Leute uns feiern und verehren werden. Es heißt, in den Magierkriegen habe die Königin einen Drachen besiegt und so Graufurt gerettet. Beim nächsten Mal werde ich der Retter sein. Dann durchbohre ich das Herz des Drachen mit meinem Schwert und er wird in einer feurigen Lohe fallen. Die Leute werden meinen Namen rufen, wenn sie sich bei einem Bier zuprosten. Über meine Taten wird man Lieder singen. Die Königin wird mir die wertvollsten Kostbarkeiten des Reiches schenken. Vielleicht macht sie mich sogar zum König. Ich habe von meinem Trupp Drachenjäger gehört. Ich habe von einem Trupp Drachenjäger gehört, die hier in der Nähe ihre Geschäften nachgehen. Sie müssen wohl wie ich sein. Es ist einfach nur logisch, dass wir Hyberner zusammenhalten und tun sollten, was uns im Blut liegt. Drachen töten. Ich werde mich ihnen anschließen. Wir werden das Land durchstreifen und Bauern und Maiden vor den schuppigen Bestien beschützen. Ich werde mich beweisen. Passt nur gut auf. Und das waren seine letzten Worte. Also hat das mit dem Drachenjagen wohl scheinbar nicht so richtig gut funktioniert. Der hier sieht aus, als wäre er zerfleischt worden. Und er trägt eine ungewöhnliche Rüstung. Ja, siehst du diese Kristalle in seiner Haut? Sie sehen exakt so aus wie die, die wir auf der hybernischen Insel gefunden haben. Warte, da ist jemand. Walesträgen. Ich finde es sowieso weird, dass Hyberner sich irgendwie zur Aufgabe machen, einfach Drachen zu töten. Ich meine, Drachen sind natürlich nicht unschuldige Wesen oder ganz tolle Wesen oder süße Wesen oder sowas. Na klar können Drachen Zerstörung bringen oder so. Aber guck mal, jetzt einfach jeden Drachen zu jagen und töten zu wollen. Auch vielleicht ein Drache, der dir gar nichts getan hat. Auch Drachen, die gar nicht... Ich bin mir sicher, unter den Drachen gibt es auch solche und solche. Solche, die zerstören und solche, die nicht unbedingt Spaß daran haben, irgendwelche Sachen niederzubrennen und Menschen einfach zu fressen. Keine Ahnung.
I don't know, so gut kenne ich mich damit nicht aus. Aber jetzt just for fun quasi, nur für den Ruhm einen Drachen töten? Ich weiß nicht, das ist halt... Man tötet halt Tiere, man sollte Tiere auch nur schlachten, weil man sie essen will, um sich zu ernähren und zu überleben und nicht wegen den Hörnern oder wegen der Schwanzflosse oder wegen, ne? Nicht wegen wertvollen Sachen, die man sich dann irgendwo hinhängen kann, das, oder wegen Pelz oder sowas, das ist halt irgendwie nicht so nice, so. Ich habe nicht damit gerechnet, so weit draußen noch Reisende anzutreffen. Tondai. Tondal? Das klingt hybernisch. Ist es auch. Wir sind Valis Dragen, Drachenjäger, wie ihr es nennen würdet. Weshalb ich euch nahelegen würde, dahin zurückzukehren, wo ihr hergekommen seid. Weiter unten im Tal ist ein Jarl Dragen, ein Altdrache, der nur darauf wartet, seine Zähne in euch zu versenken. Wie er es schon mit den Trotteln getan hat, die ihr wahrscheinlich am Wegesrand gesehen habt. Warte mal, lass mich mal überprüfen, ob das der gleiche Typ ist. Wie heißt der hier? Okay, man sieht nicht, wer das ist. Es könnte einer von den Leuten hier sein, der das geschrieben hat. Also seid ihr tatsächlich hybernische Drachenjäger? Naja, wir sind keine 800 Jahre alt. Folglich sind wir Nachfahren. Auf die Gefahr hin, euch zu nahe zu treten. Die einzig nachweislich direkte Nachfahren der Hyberner ist Königin Ayelid. Und selbst sie ist nur zu einem Fünftel hybernisch. Unser Orden existiert bereits seit über 100 Jahren. Und wir haben Menschen mit hybernischem Blut in ganz Nordhanda gefunden. Andererseits überrascht mich eure Unwissenheit nicht. Die wenigsten Leute kennen uns, obwohl ohne uns halb Nordhanda bereits von Lindwürmern verschlungen worden wäre. Interessant. Was waren das für Leichen am Wegesrand? Händler auf ihrem Weg nach Windholme. Wir haben ihnen das Gleiche gesagt, was ich euch sage. Aber natürlich wollten diese Ulan nicht auf mich hören. Sie hatten aber gute Waren in den Karren, also war ihr Tod zumindest für irgendjemanden von Nutzen. Und ihr haltet das für eine gute Idee, hier einfach ein Lager aufzuschlagen, wenn der Drache nur ein paar Meter von euch entfernt ist, scheinbar? Es hat auch einen von euren Männern erwischt, oder? Eine Frau. Aber ja, hat es. Jalina. Dieses verfickte Biest hat dir die Haut vom Schädel gebrannt. Aber das wird das letzte Mal sein, dass wir jemanden verlieren. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Val Dragen? Ich vermute, das ist hybernisch für Drache. Eigentlich ist es genau andersrum. Drache ist Gemeinsprache für Dragen. Also stimmt es. Es gibt einen Altdrachen in dieser Oase. Das habe ich eben gesagt, ja. Wir gehen, wohin auch immer es uns beliebt. Oha, ihr seid von der verwegenen Sorte, was? Na gut, wenn ihr so scharf drauf seid, lasst euch die Ärsche von Drachenfeuer abfackeln. Hauptsache, ihr kommt uns nicht in die Quere. Tondai, sterbt nicht. Ich bin bereit. Wie ihr wünscht. Valis Dragen, wer auch immer diese Leute sind, sie sind keine Hyberner, Taha. Warum nicht? Hyberner waren 8 Fuß hoch und hatten leuchtend grüne Augen und rabenschwarze, leicht blau schimmernde Haare. Dieser Kerl sah eher aus wie ein Kind, das sich für den Oktobertanz verkleidet und einen Akzent antrainiert hat. Königin Ayelid ist die letzte lebende Hybernerin. Da sind sich selbst die orkischen Gelehrten einig und das will was heißen. Tondai, ich weiß nicht, wer ihr seid, aber es ist das Beste, wenn ihr auf der Stelle umkehrt. Ja. Wir kennen die Geschichte. Einer eurer Männer hat uns bereits alles erzählt. Wir sind wegen des Drachen hier, genau wie ihr. Seid ihr das? Aha. Normalerweise würde ich euch raten, so schnell ihr könnt davonzulaufen. Aber ich muss zugeben, dass ihr eine beeindruckende Aura habt. Erzählt, wie habt ihr von dem Dragen erfahren? Über die eisernen Falken. Wir haben Grund zur Annahme, dass er wegen mir aus dem Schlaf erwacht ist. Erklärt das. Ihr seid Magier, richtig? Ja. Dann habt ihr sicher vor ein paar Wochen einen Wandel im magischen Muster Nordhandas festgestellt. Einen, der auch dem Blutbrand ein Ende gesetzt hat. Es gab in letzter Zeit viele magische Anomalien. Aber ja, ich glaube, ich weiß, wovon ihr sprecht. Das war auch der Zeitpunkt, als dieser Reinheitsfanatiker damit begonnen hat, seine Maschinen zu kreieren. Was wollt ihr damit andeuten, dass ihr etwas mit diesem Wandel zu tun hattet? Sozusagen, ja. Wir gehen davon aus, dass der Altdrache mich gewittert hat und sich jetzt von mir angezogen fühlt. Aus welchem Grund auch immer. Schwachsinn.
Nein, es stimmt. Boah, imagine, wir kriegen den Drachen in unser Team. Wie awesome wäre das denn? Oder der hilft uns oder so. Seit dem Sechsvölkerkrieg und damals war es auch eine magische Explosion, die ihn geweckt hat. Und diese Frau sagt die Wahrheit. Ihre Aura ist bemerkenswert. Anders irgendwie. Hört zu, ich mache euch ein Angebot. Warum vereinen wir nicht unsere Kräfte und schlagen den Drachen gemeinsam? Ihr seid stark, keine Frage. Aber dennoch werdet ihr und euer Gefolge nicht ausreichen, um einem Altdrachen die Stirn zu bieten. Danke für das Angebot, aber wir schaffen das auch alleine. Ich will hier kein Angebot annehmen oder sagen, dass ich einen Drachen bekämpfen will, ohne nicht vorher mal den Drachen überhaupt gesehen zu haben, ja? Ich seh's mir. Denn wenn er sich von meiner Aura angezogen fühlt, heißt das ja vielleicht nicht unbedingt, dass er uns auch sofort angreifen und töten will, nicht wahr? Der muss ja hier irgendwo sein. Hi. Elends Regen. Dieses Ding ist gewaltig. Bist du dir immer noch sicher, dass du das tun willst? Wir haben keine Wahl. Das Letzte, was wir in der Schlacht gegen die Reinheit gebrauchen können, ist ein Altdrache, der uns in den Rücken fällt. Älteste Tiamat, 36.000 HP, na bist du denn wahnsinnig? Was ist? Moin. Ich kann mit dir reden. Tahar. Was zum... Das ist doch euer Name, oder? Tahar. Es greift uns nicht an. Warum? Ich glaube, es spricht zu mir. In meinem Kopf... Ihr meint... Telepathie, ja. Es ist die einzige Möglichkeit für uns beide, zu kommunizieren. Eine interessante Gruppe habt ihr da um euch... 100 Magieresistenz. Kind. Seid ihr gekommen, um mich zu töten? Die Art, wie ihr euch an eure Waffen klammert, lässt es so aussehen. Taha, sprich mit uns. Was geschieht gerade? Ich glaube, er will reden. Sie... Und ja, vielleicht will ich das. Ich weiß, warum ihr hier seid. Ihr macht euch Sorgen, dass ich gekommen bin, um eure Stadt Molandir zu zerstören. Wie ich es schon einmal getan habe. Ich will mal einmal abspeichern, für den Fall, dass ich mich hier aus Versehen verdrücke und einen Kampf starte, weil ich glaube nicht, dass wir diesen Kampf gewinnen könnten. Ist das so? Das war mein Plan. Ja. Warum? Was haben wir euch getan? Es geht nicht darum, was ihr getan habt. Es geht darum, was ihr noch tun werdet. Ihr seid ein Xalantep. Ein Former, wie ihr sie nennt. Und ihr habt geschlafen, aber jetzt seid ihr aufgewacht. Und wie alle von euch, werdet ihr Verderben über die Welt bringen. Nein! Taha, was sagt sie? Werde ich nicht. Moment, ich verstehe nicht. Was meint ihr mit Verderben über die Welt bringen? Ich bin gut. Es ist schon erstaunlich. Alle Hinweise liegen direkt vor eurer Nase. Doch ihr könnt sie nicht sehen. Was sehen? Vielleicht könnte ich sie sehen, wenn ihr endlich aufhören würdet, in Rätseln zu sprechen. Ich spreche nicht in Rätseln. Ihr seid lediglich das erste Wesen, mit dem ich seit Jahrtausenden kommuniziere. Aber ich schätze, es kann nicht schaden, euch die Zusammenhänge zu erläutern, bevor ich euch neutralisiere. Oh Gott. Xalantep. Wir, die Altdrachen, haben sie vernichtet. Uns hat weder Bosheit noch Hunger angetrieben, die euch den Mythen Glauben machen würden. Wir taten es wegen dem, was sie geworden waren, wofür sie sich selbst begannen zu halten. Was? Götter. Sie hatten getan, was niemand hätte tun sollen. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und gelernt, sie für sich zu nutzen. Das Ergebnis habt ihr gesehen. Der Geist versklavt. Ein Weltimperium. Telepathie. Und die Macht, Leben mit einem Fingerschnipsen zu zerstören. Über kurz oder lang hätten sie die Welt zerstört. Also kamen wir ihnen zuvor. Ihr habt sie getötet. Ja. Die Leute missverstehen uns, Tahar. Wie die meisten denkenden Wesen sind wir keine Bestien. Wir sind Beobachter. Und wir taten, was die Wächtergötter zu feige waren, zu vollbringen.
Wisst ihr, die Wahrheit ist, dass die Welt ermüdend ist und das Leben nach Jahrtausenden zur Last wird. Das kann ich mir vorstellen. Es bereitet uns keine Freude, ebenso wenig wie Zerstörung. Aber dennoch haben wir eine Verantwortung, der wir nachkommen müssen. Ihr seid also Beschützer? Namen sind Schall und Rauch. Aber ja, wenn euch das Wort passend erscheint, könnt ihr uns so nennen. Und ihr habt die Forma ausgelöscht, um Eo zu beschützen? Das ist richtig. Es war die einzig logische Reaktion auf ihre Taten. Wie viele eurer Art gibt es noch? Wie viele Altdrachen? Ein paar. Ein paar von euch reichen wahrscheinlich schon aus, um alle zu vernichten. Aber ich verstehe nicht. Warum wollt ihr mich töten? Nur weil ich eine Halbformerin bin? Ja. Seitdem ihr die Verschmelzung durchgeführt habt, tragt ihr in euch dasselbe Gefahrenpotenzial wie eure Mutter. Und folglich müsst ihr sterben. In unserer Entscheidung liegt keine Bösartigkeit. Ich bin froh, dass ihr nur mit wenigen Verbündeten und nicht mit eurer gesamten Armee hierher gekommen seid. Denn das bedeutet, dass weniger Seelen heute sterben müssen. Aber nein, es muss doch einen anderen Weg geben. Wir beide verfolgen doch dasselbe Ziel, oder nicht? Frieden. Nein. Ihr strebt nach Macht, nach Göttlichkeit. Nein. Nein, da siehst du was falsch. Euer Blut ist verdorben. Nein. Ebenso wie euer Geist. Nein, nein, nein. Aber ihr kennt mich nicht einmal. Ich mag zwar ein Halbformer sein, ja, aber ich wurde als Mensch großgezogen. Macht es das besser? Menschen sind genauso grausam, so schlecht wie die Xalantep waren. Nur, dass sie bisher noch nicht die Macht entdeckt haben. Aber merkt euch meine Worte. Sobald sie das tun, und sie werden es, werden sie die Welt zertrümmern. Unser Eins ist zu müde, zu erschöpft für eine weitere Ausrottung wie die in den Tagen der Xalantep. Deshalb werden wir, wenn die Zeit gekommen ist, nicht kämpfen. Aber ihr, Tahar, ihr seid nur eine einzige Person. Ihr könnt rasch und ohne Verwüstungen beseitigt werden. Besonders an einem Ort wie diesem. Es bereitet sich auf den Angriff vor. Was auch immer ihr vorhabt, Tahar, tut es jetzt! Also gibt es keinen Weg, euch zu überzeugen. Ihr wollt mich töten, ohne mir jemals eine Chance gegeben zu haben. Ihr seid beharrlich. Warum, frage ich mich. Fürchtet ihr den Tod? Nein, tue ich nicht. Ich will einfach nur mit einem Drachen zusammenarbeiten. Ich liebe nämlich Drachen. Drachen sind geil. Aber ihr liegt falsch mit eurem Urteil über mich. Und das auch noch, ja. Halbformer sein, ja. Aber ich bin nicht euer Feind. Dann beweist es. Zerstört die Risse. Die Risse? Ja. Seitdem der Diener der Kreatur, den ihr den Boten des Lichts nennt, die Essenz angezapft hat, haben sich die Dinge geändert. Risse sind im Gefüge der Welt aufgetreten und andersweltliche Wesen dringen durch sie in unsere Ebene ein. Momentan hat noch keines von ihnen den Riss komplett durchschritten, aber es wird sich bald ändern. Dann wollt ihr, dass ich sie töte? Ja. Tötet sie und schließt die Risse. Es wird gefährlich und es ist gut möglich, dass es euch euer Leben kosten wird. Aber es wird mir beweisen, dass eure Worte nicht so verlogen, wie die eurer Vorfahren sind. Hm. Und wo sind diese Risse? Ihr könnt sie nicht sehen. Aber ich werde euch die Fähigkeit dazu verleihen. Sie sind in unmittelbarer Nähe des Ortes, an dem der Diener die Essenz entfesselt hat. Und im Gegenzug werdet ihr uns nicht angreifen? Das und noch mehr. Aber wir und sogar helfen, ja? Das wäre nämlich geil. Aber wenn diese Risse so gefährlich sind, warum habt ihr sie noch nicht selbst verschlossen?
Das wollte ich. Aber ein Xalon-Tipp ist eine größere Bedrohung als diese Wesen. Also kümmere ich mich erst um euch. Na gut, ich werde es tun. Ihr überrascht mich, former Kind. Nun gut, dann haltet euer Wort und kehrt wieder, wenn ihr Erfolg hattet. Ich werde warten. Interessant. Also, du hast mit dem Drachen gesprochen? Was hat sie gesagt? Und warum hat sie uns verschont? Wie gesagt, eine lange Geschichte. Ich erzähle sie euch auf dem Rückweg. Das muss ein ergiebiges Gespräch gewesen sein. Nein, es ist kompliziert. Ich erkläre es auf dem Weg zurück nach Mo... Jetzt! Jelis Dragen! Lo! Nein, nicht! Oh, shit. Narren. Alter, was? Wow, die haben ja wirklich viel Damage gemacht. Das war eine schnelle Nummer. Ich habe mich auf die richtige Seite begeben. Handelt. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, okay, kein Ding, kein Hit. Aber ich sehe die... Hast du mir schon die Fähigkeit gegeben, diese Risse zu erkennen? Oder wird das einfach nur auf der Quest-Dings nicht angezeigt, weil... ich dann nirgendwo rechts jetzt sehe, schließe die Risse. Aber vielleicht sehen wir die jetzt auch. Wo sind denn jetzt diese Risse? Habe ich irgendwas bekommen nach, also irgendwie so von wegen, dass ich das erkennen kann oder so? I don't know. Hier ist ja auch eine Hauptquest. Ach, hier ist eine Haupt... Ach so. Die Plage aus der Anderswelt, das ist hier bestimmt, beim Auge. Okay, in dem Fall würde ich sagen, gehen wir doch zuerst zum Auge, oder? Ich meine, es ist egal, ob wir zuerst hier oder hier hingehen, wir müssen sowieso in beide Orte reisen. Hier sind halt die Risse, das heißt, wir können zeitnah auch gleich das mit den Rissen machen. Gut. Wen hatten wir am längsten nicht? Die Elfen, richtig? Das heißt, jetzt kommen die Elfen wieder ran. Das Auge verdankt seinen Namen dem Banner des Hauses Weid, welches einst in dieser unwirtlichen Sumpflandschaft residierte. Nachdem ihre Dynastie ein jähes Ende fand, als ihr letztes Oberhaupt und dessen Frau dem Wahnsinn anheimfielen, ist das Auge nun als Niemandsland bekannt. Bewohnt nur von den standhaftesten Siedlern. Er sagt nicht das, was da unten steht. Normalerweise sagt er das, was da unten steht, aber gut. Und einen Ort zum Verstecken brauchen. Alles in Ordnung, Taha? Ja, es ist nur, ich habe nicht erwartet, so bald wieder hierher zurückzukommen. Findet und schließt die Risse, tatsächlich, die sind hier. Gleich bei der Festung. Unsere Vorhut hat bereits einen Außenposten errichtet. Glaubst du denn, dass die Gerüchte wahr sind? Dass sie die Festung als Folterlager nutzen? Wir werden sehen. Jetzt, wo es nicht mehr regnet, sollten wir auch in der Lage sein, den Rest des Sumpfes zu erkunden. Wohlan denn. Ja? Mal sehen. Sieht gut aus. Auch wir haben auch direkt schon Mates. Und nice, sehr schön. Gut, wunderbar. Dann werden wir im nächsten Part die Risse schließen. Und ich glaube, hier sollten wir... Genau, hier kämpfen wir gegen die Armee von Leonida. Und in dem Sinne, Dankeschön fürs Einschalten und bis dahin, Leute. Ciao.